Ah, da ist schon einer. Alles klar, zumindest hat er schnell tot. Schlimm ist, man sieht euch jetzt nicht unbedingt auf den ersten Blick, deswegen muss ich ein bisschen aufpassen, ob hinter mir mal was ist. Nein. Okay. Ah ja. Gut, wenn er jetzt mal so rauskommt, dann ist das hier okay. Da unten habe ich gerade einen Nebel gesehen. Wie soll ich denn da hinkommen? Da leuchtet schon mal was, das ist schon mal ganz verlockend. Und da hinten leuchtet auch irgendwas. Gut. Machen wir erstmal weiter. Das ist so ein Steg, wo wahrscheinlich vorne hinter mir irgendwelche Leute auftauchen. Nee. Ah, doch, da ist was. Durch die Wand, natürlich! Das sind Geister. Da kommt so eine Falle. Da kommen bestimmt links und rechts gleich irgendwelche blöden. Komm, lass das drauf ankommen. Noch jemand? Ja. Pisser. Noch jemand? Da. Gut. Okay. Kommen wir irgendwie noch. Achso. Kommen wir irgendwie da hinten hin? Ja, ich glaube, ich muss noch ein ganzes Stück laufen. Ich muss runter wahrscheinlich. Alles klar. So, wo kann man hier lang? Da kann man nirgendwo hin. Hier kann man auch nirgendwo rein. Alles klar, gehen wir hier lang. Hallo? Ah ja, hier sind wir. Ach, guck mal. Ja, ist gut. Das ist immer, wenn man was aufgreift, warum muss man 3 Stunden dastehen? Also gerade wenn man zumindest angegriffen wird, sollte es sofort abgebrochen werden. Das wäre ganz gut. Kurze Frage, wie komme ich jetzt hier gerade weiter? Hier geht es offensichtlich nicht weiter. Und auf irgendwelche unsichtbaren Pfade vertraue ich jetzt mal nicht. Kann ich hier runter? Nein. Kann ich da lang? Ja, alles klar. Nix. Ich höre schon wieder irgendwas. Da. Nebelwand gehen wir gleich. Guck aber erstmal, was es hier noch so gibt. Einen weiteren Geist. Ja, alles klar. Was geschrieben? Bringt das irgendwas? Ein weiterer Wanderfluch. Vielen Dank. Ich wäre fast hier gestorben. Gut, gehen wir mal runter. Hat mich was in Speedrun gerade. Ich sehe nichts. Okay, hier ist eine Leiter. Da kann man auch was abgreifen. Hier kann ich auch was abgreifen. Was zur Hölle? Ein Soldatenseele. Da oben ist jemand. Kommst du vielleicht runter oder ist das... Ich sehe das nichts. Dann gehe ich mal woanders hin, wenn du nicht mitkommen willst. Ah, jetzt kommst du. Gut. Eieiei. Gut, was habe ich? Wanderfluch. Also man kriegt ja jede Menge Wanderflüche, das freut mich. Hätte gar nicht so extrem viel kaufen müssen, aber better safe than sorry, nicht wahr? Kann man hier noch irgendwas abgreifen oder rausfinden? Oder runterspringen kann man bestimmt, ja. Ah ja. Schwäche, Distanzkampf. Hm. Das ist übrigens auch meine Schwäche. Keine Ahnung, wo ich gerade zuerst hingehen sollte, aber das ist ja gern der Fall. Fuck, kann ich nicht mehr attackieren?
Fuck, 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 fuck. Alles klar. Wanderfluch ist zu Ende. Wäre ganz gut gewesen, wenn man irgendwie einen Hinweis darauf bekommen hätte, wann der Wanderfluch zu Ende ist. Weil einfach nur den auslaufen zu lassen, finde ich ehrlich gesagt nicht so geil. Aber das bestätigt zumindest meine Vorgehensweise, möglichst schnell hier vorwärts zu gehen. Man darf die Geister auch nicht unterschätzen, wenn die halt... Man sieht immer nicht, wie viele das sind, wenn die auf einen Haufen stehen. Es könnten 3 sein, könnten aber auch 10 sein, genau genommen. Und man darf es da echt, glaube ich, nicht verschätzen, dass man einfach nur sagt, komm, ich hau euch einfach mit einem Mal platt und dann ist gut. Ich töte euch ja eh mit einem Schlag. Nee. So einfach ist es oftmals nicht. Weil gerade wenn man dann irgendwie ausholt, dann greifen 3 davon an und dann ist man tot irgendwann. Das ist nicht gut. Alles klar. Mal schauen, ob ich da irgendwann mal so ein verdammtes Feuer finde. Ja, ich will jetzt nicht hier runterspringen. Okay, ihr greift mich alle nicht an, von daher lasst euch auch mal in Ruhe. Ruin von Neulondo. Ist Anno Londo sowas wie Alt Londo oder was? Könnte ich mir vorstellen. So. 9 Wanderflüche habe ich noch, das ist gut. Alles klar. Ich gehe davon aus, dass ich mir irgendwann nochmal in dieses verdammte Wasser fallen werde. Irgendwo da hinten war noch was Glänzendes, was Leuchtendes, wie auch immer. Zäher Feind, ja. Zäh vor allem deswegen, weil du halt ihn nicht immer triffst. Das Schlimme ist natürlich auch, dass sie auch dann durch den Schild durchschlagen. Durch meine ganze Rüstung eigentlich. Mhm. So. Sind wir ganz ehrlich. Kann man doch hingehen. Das ist so flaches Wasser, wie ich gerade sehe. Da ist was Leuchtendes. Das war knapp. So, was finde ich? Eine Feuerhüterseele, das ist aber... Was zum Henker? Okay, greif mal zurück an. Eine Feuerhüterseele. Da habe ich aber einen guten Fang gemacht gerade. Damit kann ich auf jeden Fall meine Esflakons auf Esflakons plus 2 bringen. Das ist schon sehr nett. So. Weiter hoch. Kann man nicht einen Geist irgendwo raus? War das hier? Ja. Sehr schön. Hier kann man auch nicht lang. Nein, muss da über die Brücke gehen. Schön, wie ich den Geist doch erstmal versuche zu treten. Ich muss mir überlegen, wann ich dann den nächsten Wanderfluch nehme. Ich muss die ja immer taktisch irgendwie so nehmen. So, hier war schon irgendwer. Genau. Einmal dich. Dann dich. Nein, nein, nein. Fuck. Alles klar, dann packt er mich von hinten. Ja, ist gut, steh wieder auf. Noch jemand? Da. Nee, das kannst du vergessen. Alles klar, da ging es irgendwie weiter, nicht wahr? Die Treppe runter. Nicht ganz. Da lang. Alles klar. Ich denke, es ist die Zeit gekommen für den nächsten Wanderfluch. Wieso kann ich ihn nicht jetzt schon nehmen?
Okay. Heil dich erstmal. Wisst ihr was? Ich lasse dich mal so ausgewählt. Wenn der Wanderfluch wieder leuchtet, dann dürfte ich ihn ja wohl nehmen. Dann müsste ich ihn ja wohl wieder nehmen. Warte mal, hier ist ein Leiter, stimmt. Nein. Was? Oh. Alles klar. Wo kann man denn hier langlaufen? Da auf jeden Fall nicht hin. Okay. Gut, das bringt mir schon mal nicht so viel. Mit irgendeinem Grund geben, dass es hier eine Leiter gibt. Der ist auf jeden Fall wieder ein Geist. Okay. Da liegt irgendwas. Der Wanderfluch hält ganz schön lange. Und noch willst du keinen weiteren nehmen. Ich verstehe. Okay, was bringt es mir denn, da gewesen zu sein? Das ist doch völlig bekloppt. Ich habe erst eine Leiter runtergedreht, wenn ich es richtig gesehen habe. Und das war's dann. Kannst du da irgendwie lang? Ah, sieht ein bisschen so aus. Okay, da bin ich gestorben. Ein Wanderfluch brauche ich. Oh Gott. Ja, bringt mir gar nichts hier zu sein, außer wenn ich hier runterfalle, dass ich, ja, wie auch immer. Dann gehen wir die Leiter halt wieder hoch. Es sei denn, hier rechts ist noch irgendwas. Ich höre ein wundervolles Schreien. Gruselig. Und das zu so später Stunde, das passt natürlich hervorragend. Dann gehen wir wieder rauf. Und da lang, genau. Letztes Mal waren hier Geister. Fuck! Alter! Raus da, raus da, raus da! Raus! Boah, ich sehe nichts! So, ganz schnell mal was trinken. Jetzt! So. Der andere kommt irgendwie auch nicht hoch, alles klar. Na, wo seid ihr denn, verdammten Geister? Ich höre euch doch schon. Puh, da seid ihr. Hinter mir. Und da ist auch noch einer. Das ist alles so eine Falle hier. Kommst du jetzt bitte? Fuck! Hörst du bitte auf damit? Meine Güte, ey. Was für eine nervige Passage. Ach, warte mal. Ich kann doch gerade in so einen Raum reingehen, wo ich jetzt schon einige Geister getötet habe. Wahrscheinlich noch mehr hier rauskommen. Ja, kannst schreien, so viel du willst. Ach, du bist kein Geist. Geistklinge, alles klar. Da oben ist einer. Fällt mir ein bisschen schwer, dich zu erreichen, mein Freund. So geht's aber.
Da war doch was. Da war doch was. Und ich kann ihn nicht erreichen. Super. Guck mal, hier ist irgendein Kamin. Was kann man in diesem Kamin machen? Man kann nach oben klettern. Wenn in diesem Raum nichts weiter ist als ein Kamin, na dann. Alles klar. Wer sind denn Sie? Oh, warte mal. Man kann mit dir sprechen. Okay. Ist noch ein Geist hinter mir? Nein. Dann sprechen wir noch ein bisschen. Well, this is a surprise. I get few visitors. Save for ghosts. You have the Lord Vessel. Hab ich. Very impressive. I know exactly what your intentions are. You seek the four kings whom I guard over. This is the key to the seal. Okay, wieso gibst du mir den einfach so, wenn du den beschützt? The four kings slumber in the deepest chamber of the ruins. Use this key to break the seal and open the floodgates. Oh, and do not forget, the dark wraiths reside in a dark void called the Abyss. But the Abyss is no place for ordinary mortals. Although, long ago, the knight Artorias traversed the Abyss. If you can find him and learn from him, the Abyss may prove surmountable. What? Artorias finden erstmal. Hello there. What is it? The key to the seal is now in your hands. I will help you in any way possible. Das ist cool. Fluch brechen lassen. Ach cool. Das geht bei dir. Was kann man denn kaufen bei dir? Kann man den Wanderfluch kaufen? Ach, jetzt kostet nur noch 1000. Komm, ich kaufe mal 3 gerade, wenn ich gerade mal hier bin. Fluchabwehr. Ja, habe ich nicht. Reden wir noch ein bisschen. New Londo was sacrificed to contain the Dark Wraiths. Mark my words. The Dark Wraiths are the enemies of man. And any living thing that has a soul, they were never meant to roam again. Okay. New Londo. Okay, habe ich begriffen. Ich habe gesehen, dass ich, vielen Dank übrigens, wieder meinen Wanderfluch auffrischen müsste. Ja, schön hier gewesen zu sein. Toll. So, gibt's weitere Geister wieder? Nö. Dann gehen wir doch mal da nach links. Da ging's noch weiter. Hm, ist klar. Komm, zeigt euch mal. Dass ihr euch die Gänge gehen könnt, nervt mich ja tierisch. Scheiße. Bisschen riskant, kann ich gerade hier zu heilen, weil ich nicht weiß, was in den Wänden um mich rum ist, aber man muss es halt riskieren, ne? Kriegerseele, da oben ist schon wieder irgendein verdammter Geist. Hier falle ich runter, alles klar. Wollte ich das? Weiß ich nicht. Ach, guck mal. Ja, okay, du müsstest schon ein bisschen runterkommen, damit wir miteinander spielen können. Wäre auch cool, wenn ich dich mal fassen könnte. Ah, jetzt. Dankeschön. So, Orientierung ist 0 bei mir übrigens. Aber ich sammle mal auf, was ich hier finde, was leuchtet. Soldatenseele. Ja, gehen wir nochmal hier hoch. Da leuchtet wieder was. Hier kann ich mit Sicherheit rüberrollen. Pass auf, Menschlichkeit. Ja, wahrscheinlich bin ich jetzt die Menschlichkeit, nicht wahr? Tatsächlich. Gut. Ich wette, wäre hier noch so eine Episode gewesen, wo ich auf den und rüber auf den Zwiebelritter oder auf den Feuerritter hätte treffen können oder sowas. Ein seltener Ring der Opferung hatten wir schon mal. Also die Opferringe, die wir eigentlich nie nutzen. So, und hier kann man sich fallen lassen.
Muss man wahrscheinlich auch. Ist das das Kaminzimmer? Nee. Ja. Weiß ich nicht. Meine Güte, das sieht alles gleich aus hier. Richtiges Geisterschloss eben, hä? Mein Fluch dürfte auch gleich wieder fertig sein. Zum Henker bin ich denn hier wieder? Ach, guck mal. Wanderfluch. Eine grüne Scherbe, vielen Dank. So ein Feuerwehrmann nicht schlecht langsam. Hier bin ich schon hochgelaufen. Ich habe trotzdem Düng gehört. Heißt Düng sowas wie der Wanderfluch ist gleich zu Ende oder...